und guten Morgen zusammen. Ja, heute gibt es mal wieder ein klitzekleines Baby-Update-Video für euch. Wie ihr wisst, befinde ich mich kurz vor dem Umzug oder wir uns. Und in der Woche, wo ihr dieses Video seht, bekommen wir unsere neue Küche. Ja, jedenfalls, Karlchen ist jetzt 13 Wochen alt. Und ja, macht sich ganz gut, würde ich sagen. Er bekommt jetzt in dieser Woche, wo ihr das Video seht, also quasi mit fast 14 Wochen auch noch eine weitere Impfung, also so eine Wiederholungsimpfung. Und die anderen Impfungen hat er bis jetzt ja super weggesteckt, da kann ich wirklich nicht klagen. Einen Rhythmus gibt es nach wie vor nicht. Es ist halt nur so, dass er immer zur gleichen Zeit abends müde wird. Wenn man das als Rhythmus sieht, dann ja okay, also es ist auf jeden Fall der Tag- und Nachtrhythmus da. Ich kann jedoch noch nicht behaupten, dass er immer um 12 Uhr eine Flasche bekommt oder immer um 13 Uhr ein Nickerchen macht. Das ist immer noch von Tag zu Tag unterschiedlich. Und er hatte auch noch so, ich sag mal, geheime Wachstumsschübe. Die äußern sich bei ihm relativ unauffällig. Bei Marie war das deutlicher mit den Wachstumsschüben. Und ja, er hat halt ganz unterschiedlichen Appetit. Je nachdem alle 3 Stunden, manchmal schläft er auch 3,5 Stunden. Und dann gibt es wieder Tage, wo er nur 2 Stunden durchhält, dann unbedingt was trinken will und die Hälfte wieder ausspuckt. Also das ist ja wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Aber ich schreibe das jetzt auch nicht mehr auf. Ich habe das einfach abgelegt, denn ja, ich merke deutlich, wenn er Hunger hat. Und ich habe auch ungefähr im Kopf, wann er die letzte Flasche hatte. Also schreibe ich es jetzt auch nicht mehr auf. Die Zeit habe ich dafür auch gerade nicht mehr. Und ich weiß, dass es auch so eine App gibt, um die Flaschen- und Fütterungszeiten zu tracken. Aber das ist mir ehrlich gesagt dann auch wieder zu viel, weil ich eh schon so viel am Handy hänge. Und dann will ich nicht auch noch meine Flaschen immer im Handy eintragen. Das spare ich mir also in dem Fall. Ja, ihr hört es im Hintergrund, er ist sprachlich immer noch sehr aktiv und er hat auch diese Woche das erste Mal gelacht. Also richtig lustig gelacht. Das war wirklich für mich sehr überraschend, denn bei Marie kam das richtige Lachen erst. Ich glaube, da war sie schon 4 oder 5 Monate alt und bei ihm war das jetzt deutlich früher. Ist aber bis jetzt nur 2-mal vorgekommen. Also man muss schon wirklich lustig sein, damit er lacht. Aber ja, das fand ich ganz interessant zu beobachten. Und was die motorische Entwicklung angeht, da ist er auch, würde ich sagen, ganz normal bei der Reihe. Und er übt im Moment das Greifen und beschäftigt sich sehr, sehr viel mit seiner kleinen Calamari-Krake. Ich verlinke die euch mal in der Infobox. Das finde ich bis jetzt wirklich ganz positiv, denn ich hätte jetzt nicht erwartet, dass dieses Spielzeug so gut ankommt. Er kann wirklich die einzelnen Krakenarme so anfassen oder versucht das festzuhalten. Und bei Babys ist es ja so, dass sie auf starke Kontraste stehen, also auch auf starke Farben. Und darum ist die Krake halt optimal, weil die eben so bunte Arme hat. Ja, er trägt mittlerweile Kleidergröße 62, 68. Und bei Gap oder Next ist es so 3 to 6 months. Für alle, die gerne bei Gap oder Next einkaufen, die wissen in etwa, wie groß das ist. Bei uns im Haus, ihr habt es vielleicht im letzten Video gesehen, habe ich die Zebra-Krabbelmatte ausgelegt und auch eine alte Matratze vom Baby Bay, einfach um ihn da auch mal ablegen zu können. Und so einen kleinen Spielewürfel habe ich ihn dort hingelegt. Ja, das muss jetzt erstmal reichen. Und bis jetzt ist er dann auch immer ganz zufrieden. Sein Zimmer muss ich noch einrichten. Danke. Sein Zimmer muss ich noch einrichten, beziehungsweise er übernimmt ja die Möbel von Marie, sprich die Pinolino Sky Serie ist das. Und das Babybett können wir dann umbauen für ihn wieder. Und sobald wir umgezogen sind, wird er dann sozusagen auch ausquartiert. Er wird dann nicht mehr mit ins Schlafzimmer kommen. Ihr merkt schon, das ist so ein bisschen emotional. Aber ja, das ist der richtige Schritt jetzt zur richtigen Zeit. Er wird dann in sein eigenes Zimmer ausgelagert. Dann ist er, lasst mich nicht lügen, jetzt haben wir 13, 14, 15 Wochen ungefähr alt. Marie haben wir ja mit 8 Wochen in ihr eigenes Zimmer ausquartiert. Also ich denke, das geht schon in Ordnung.
im Haus angekommen, werden wir erstmal auch schlechtes Internet haben. Deshalb verzeiht es mir, falls dann nur kurze oder keine Videos kommen. Ich kann euch da jetzt noch keine Prognose abgeben. Solange wir noch hier in der Wohnung sind, versuche ich noch was hochzuladen, so viel wie es geht. Aber wie ich euch kenne, habt ihr da Verständnis für. Und ja, ihr könnt es euch denken, ich bin froh, wenn der Umzug erfolgreich abgeschlossen ist und wir gut angekommen sind. Und dann erzähle ich euch über Karlchen dann auch wieder mehr und kann euch auch wieder mehr zeigen. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss!